Hi Leute, willkommen zu Back for Blood und heute zeige ich euch ein paar kleine Tipps für Einsteiger. Ja, und zwar gibt es hier ein paar Dinge zu beachten bei Back for Blood. Ihr kennt ja hier das Camp, wo ihr hier reinkommt und das ist quasi das gleiche wie euer Menü hier. Denn euer Menü sind einfach diese einzelnen Leute, zum Beispiel hier Nachschublinien sind dann, ist dann hier die junge Dame mit dem Cowboyhut und so weiter. Ihr müsst also nicht jedes Mal hier rumlaufen, sondern ihr könnt einfach hier reingehen und könnt euch dann die verschiedenen Decks anschauen. Das ist dann nur dafür gedacht, dass ihr quasi mit den Leuten auch reden könnt und dann kommt ihr direkt ins entsprechende Deck, ist aber, wie gesagt, nicht nötig, sondern ihr könnt einfach aufs Touchpad klicken und könnt dann die einzelnen Decks hier aufrufen. Ja, ganz wichtig zum Anfang ist auch, dass es hier noch eine Trainingshalle gibt. Hier könnt ihr euch so ein bisschen austoben und auch mal vor allem die Waffen ausprobieren. Denn hier an der Seite gibt es wirklich fast alle Waffen oder alle Waffen, kann man eigentlich schon sagen, die es bei Back for Blood gibt und entsprechend könnt ihr euch hier mal ein bisschen austoben, könnt alle Waffen mal ausprobieren und so könnt ihr doch dann entscheiden, welche Waffen ihr im Spiel nehmt. Wichtig zu wissen, die Waffen hier sind alle Stufe 5, das seht ihr an dem Sternchen. Sternchen 5 steht da oben rechts bei der MP5 jetzt und ist natürlich so, dass wenn ihr im Spielverlauf unterwegs seid, dass ihr dann teilweise auch ja bessere Waffen findet mit einer höheren Level und entsprechend solltet ihr euch da natürlich darauf achten, dass die Waffen in den Level eine entsprechend hohe Stufe haben, damit ihr die mitnimmt. Das gilt natürlich auch hier für Granaten. Hier gibt es Splittergranaten oder Molotow-Cocktails. Ja, und natürlich auch für die Nahkampfwaffen. Also immer so ein bisschen auf die Stufe drauf achten. Die steht oben rechts immer bei den Waffen und ihr seht ja dann auch, ob die entsprechend ja eine bessere, besseren Schaden haben, eine bessere Durchschlagskraft und müsst ihr das einfach mal ausprobieren, wie ihr das hier machen könnt. Und das seht ihr dann hier im Trainingsbereich. Hier gibt es auch alle Aufsätze, also experimentiert da ruhig mal ein bisschen rum und da könnt ihr schon mal ein bisschen abchecken, welche Waffe ihr gut gebrauchen könnt und welche auf jeden Fall gut dazu geeignet ist für euren Spielstil. Und ja, das ist der Trainingsbereich hier. Und ganz wichtig am Anfang ist, dass ihr natürlich in den Leveln immer verschiedene Gelder bekommt für Kupfer oder ähnliches und die müsst ihr wirklich im Spiel ausgeben, die bringen euch hier außerhalb wirklich gar nichts. Am besten die dann immer im Spiel ausgeben, damit ihr weiterkommt und gar nicht unbedingt aufsparen, weil die habt ihr dann, wenn ihr sterbt, jetzt nicht mehr zur Verfügung. Wenn ihr noch ein Continue könnt ihr dann meistens noch benutzen, aber danach habt ihr das nicht mehr zur Verfügung. Was auch noch ganz wichtig ist, ist die junge Dame hier mit dem Cowboyhut, da haben wir ja eben schon drüber gesprochen, die gibt es ja hier über ein Touchpad, wenn man hier Nachschublinien auswählt und das ist eigentlich der, einer der wichtigsten Charakter, denn mit der könnt ihr eure Kartendecks hier verbessern und gewisse Decks kaufen, müsst ihr dann entsprechendes Kampftraining schon abgeschlossen haben, um die Dinger zu kaufen, wie zum Beispiel hier habe ich das jetzt schon freigeschaltet, wird bei 1 freigeschaltet, der dann entsprechend bei 2 und so weiter und so weiter und da müsst ihr hier immer vorbeischauen, um euch entsprechende Kartendecks zu kaufen. Die Kartendecks könnt ihr dann hier entsprechend zuweisen in den Decks, da könnt ihr dann verschiedene Decks machen für die Kampagnen, fürs Schwarm oder ähnliches und hier könnt ihr dann eure eigenen Decks erstellen quasi. Ich gehe jetzt mal hier auf mein Deck rauf, ich habe jetzt noch keine 15 Karten zusammen, aber hier könnt ihr die auch immer sortieren. Je nachdem, was ihr für Decks oder Karten haben möchtet, könnt ihr die Karte greifen, entfernen oder entsprechend tauschen gegen was anderes und die Karten, die ihr dann entfernt, die gehen dann raus aus der Reihe. Dafür könnt ihr dann die Karten wieder hinzufügen, die dann unten wieder angebracht werden. Also wollt ihr zum Beispiel hier ändert den Schlag Messer Nahkampf raus haben bei eurer Anfangsauswahl, entfernt das hier, dann kommt das weg und entsprechend rutscht ein anderer nach oben und habt ihr zum Beispiel Plünder, Kupfer nutzen oder Cross Training. Die ersten 4 bis 5 Karten werden immer im Level angezeigt, die könnt ihr dann auswählen und entsprechend euch dann damit ausstatten in dem Level, was ihr gerade spielt, in der Kampagne, im Schwarm, je nachdem, was ihr halt gerade macht. Und dafür könnt ihr dann die Kartendecks gebrauchen.
Ja, das ist doch schon, das sind eigentlich so die Grundlagen. Wie gesagt, gibt es Kupfergeld immer in den Levels aus, das ist ganz wichtig. Hier hinten noch die Trainingshalle, da könnt ihr euch ein bisschen austoben und da könnt ihr euch eigentlich schon rein ins Getümmel stürzen. Noch eine kleine Sache zum Spiel eröffnen, wenn ihr ein Spiel jetzt nur mit Kumpels spielen wollt, ist es am Anfang so, dass das Game immer versucht, das Spiel aufzufüllen mit anderen Spielern. Aber ihr könnt natürlich auch nur mit Kumpels spielen. Und zwar geht ihr dazu hier auf Spielen, geht auf Kampagne und hier könnt ihr entsprechend ja Durchlauf erstellen, zum Beispiel jetzt und Schwierigkeitsgrad wählen, Akt wählen, Startpunkt wählen. Das kann man jetzt hier schon mal, zur Kreuzung war ich jetzt zuletzt und dann kann man jetzt hier online spielen drücken. Und entsprechend würde er dann jetzt Spieler suchen, die jetzt hier mit mir beitreten. Und um das zu vermeiden, dass ihr andere externe Spieler mit dabei habt, sondern ihr wollt vielleicht nur mit euren Kumpels spielen, geht ihr hier auf Präferenzen. Und hier könnt ihr dann die private Lobby anschalten sozusagen und dann zockt ihr wirklich nur mit Freunden, die ihr vorher entsprechend eingeladen habt. Und das Spiel wird dann mit Bots aufgefüllt, anstatt mit ja, sozusagen externen Spielern. Falls ihr das machen wollt, könnt ihr hier auf jeden Fall dann entsprechend die Lobby auf ausschalten. Um so könnt ihr das dann nur mit Freunden spielen. Und könnt ihr zum Beispiel noch das Crossplay an- und ausmachen, wenn ihr nur Freunde von PS4 oder PS5 haben wollt, je nachdem, wer dann da mitspielen soll. Und entsprechend könnt ihr das natürlich auch so im Singleplayer zocken, also komplett alleine mit Bots. Aber ja, mit Freunden macht es natürlich noch ein bisschen mehr Spaß und könnt dann entsprechend noch euch ein bisschen absprechen. Nur meistens ist es so, dass man am Anfang jetzt nicht unbedingt mit externen Spielern spielen möchte, die schon extrem stark sind, weil die natürlich dann auch entsprechend schon die Stellen kennen, wo die Gegner kommen und man rennt eigentlich fast nur noch hinterher. Das ist so ein kleiner Tipp für euch, dass ihr hier auf den Präferenzen auf jeden Fall eure Lobby auf Privat stellen könnt und so selber entscheiden könnt, wer da überhaupt mitspielt. Und ob überhaupt externe Leute mitspielen sollen oder ob das Spiel mit Bots aufgefüllt werden soll. Genau. Hier beim Tab Cleaner könnt ihr dann entsprechend natürlich noch eure Charakter ja so ein bisschen mit neuen Klamotten auffüllen. Das dauert aber allerdings eine Zeit lang, bis hier irgendwas freigeschaltet wird. Also am Anfang erstmal relativ unrelevant. Könnt hier neue Outfits kaufen, ähnliches und dann gibt es hier noch die Waffenkammer. Die Waffenkammer ist jetzt nicht so gedacht, dass ihr Waffen da irgendwie von Anfang an mitnehmen könnt, sondern ihr könnt hier einfach nur Waffen entsprechend ein anderes Aussehen verleihen. Wie zum Beispiel die Axt hier, den kann man dann zum Schnitter machen und so weiter. Das geht also hier wirklich nur ums Aussehen und nicht darum, irgendwie eure Waffen von Anfang an mitzunehmen oder zu verbessern. Die Waffen, die ihr in den Missionen erhaltet, die bekommt ihr dann. Die habt ihr quasi dabei und die könnt ihr dann immer mitnehmen, tauschen und weitergeben oder beziehungsweise mit anderen Leuten das irgendwie tauschen oder upgraden. Und die Waffen, die ihr in der Mission habt, die behaltet ihr auch. Also wenn ihr im nächsten Checkpoint seid, sozusagen die Tür zumacht, dann ist es so, dass ihr die Waffe auch beim nächsten Mal, wenn ihr nächstes Mal weiterspielt, die Waffe, die ihr vorher habt, auch beibehaltet. Also die tauscht sich dann nicht gegen irgendwas, wenn man das vielleicht von World War Z oder ähnlichem kennt, so dass man da immer wieder diese Standardwaffen dabei hat. Ja, gut, Freunde, das war es eigentlich auch schon hier für den Anfang. Die ersten paar Tipps für Einsteiger. Wie gesagt, ganz wichtig ist natürlich immer, wenn ihr Missionen macht, hier hinten bei der jungen Dame die Karten zu kaufen, beziehungsweise dann hier im Menü über Nachschublinien. Noch ein kleiner Tipp, wenn ihr mal keinen Bock habt oder irgendwie zeitlich aus dem Spiel rausgehen müsst, könnt ihr das natürlich immer jederzeit machen, denn ihr könnt immer wieder an den Checkpoints weiterzocken, wo ihr gerade zuletzt wart. Also habt ihr einen Schutzraum erreicht, könnt ihr da ruhig rausgehen. Ihr müsst nicht komplettes Kapitel abschließen, um irgendwie dort weiterzukommen. Gut, Leute, das war's hier für die ersten Tipps für Einsteiger. Es gibt so gar nicht so viel zu beachten. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Ballern. Knallt ein paar Zombies ab und lasst es euch gut gehen, Freunde. Klickt gerne mal die Glocke, hinterlasst einen Kommentar oder ein Abo, wenn ihr Bock habt. Würde ich mich freuen. Ansonsten sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Macht's gut, Leute. Bis dann. Tschüssi.